Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es mal so um ein Thema, was ich bisher noch nie in dieser Form angesprochen habe. Es geht heute um das Sequel einer ehemaligen Disney-Serie, die ich von früher noch kannte. Da war ich noch in der Grundschule und ich musste das unbedingt ansprechen, weil es einfach so voll das Zeitparadoxon ist und ich mir nur so denke, nee, das muss ich in diesem Video heute bringen. Und zwar geht es um Proud Family. Die Prouds sind eine Familie, die wir schon damals Anfang der 2000er kennenlernen durften. Die waren nämlich Teil und auch Protagonisten der damaligen Serie Prouds im Disney Channel. Und die habe ich natürlich auch immer geschaut. Ich war immer nachmittags nach der Schule sofort mit am Start und hatte dann immer Pennys Abenteuer und alles, was Penny und ihre Clique so erlebt haben, in der Schule mitverfolgt und natürlich auch den Film zum Schluss der Serie. Und da sind einige Fragezeichen offen geblieben, weshalb ich dieses Video heute machen möchte. Wie ihr wisst, gibt es ja ein Sequel von und dann war ich gestern so, was? Es gibt ein Sequel von? Und das habe ich dann spontan auf Disney Plus entdeckt und dann musste ich mir sofort die erste Folge anschauen. Und tatsächlich bin ich ziemlich überrascht von, wie sehr sich doch diese Serie verändert hat. Und genau darum geht es in dem heutigen Video. The Proud Family. Family, a family. Jetzt auch noch so ein paar Fotos einblenden. Da seht ihr einmal Prouds von damals und Prouds von heute. Es hat sich da so viel verändert, Leute. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmals das Design. Damals 2D ist ja klar. Jetzt haben wir 2D, 3D-Figuren. Geht jetzt so eine etwas andere Richtung. Wir haben jetzt dann auch diese neuen Outfits. Die Figuren sehen sehr linear, statisch und ja, ich würde schon beinahe plastisch sagen. Die sehen jetzt einfach nicht mehr so wie damals aus. Wisst ihr, was ich meine? Damals waren die einfach, ja, die hatten einfach Charisma, ne? Man kannte die einfach so in diesem 2D-Design von früher, die waren anders animiert. Die Farben waren greller, man hatte einfach ein anderes Setting. Jetzt auf einmal hat man das alles völlig neu aufgearbeitet. Was ich jetzt an sich nicht so wirklich schlimm fand, aber so dieser Zeitgeist von früher und so dieser Zauber von Family Proud, einfach so diese Zeit, wo man damals Leuten irgendwelche Liebesbotschaften in den Spind geworfen hat oder wo man auf einem Konzert war oder irgendwie bei einer Benefizveranstaltung oder Hip-Hop getanzt hat. Jetzt sitzen alle irgendwie so wie gestarrt auf ihren Handys und schauen sich da in ihren multifunktionsfähigen, voll ausgestatteten App-Stores und Social-Media-Kanälen an, welcher Influencer gerade das neue Pick hochgeladen hat. Und das ist einfach so eine völlig andere Zeit, wo ich mir nur so dachte, haben wir da als Zuschauer was verpasst? Also ich meine, gerade so Penny, ich blende euch jetzt mal kurz die Szene ein. Halt, warte, Lasjeniger, das ist die. Hey, Alte! Deine Eltern haben dir ein polyphones Foto-Handy gekauft? So eins hab ja nicht mal ich! Penny damals hatte ja dieses coole Klapp-Handy bekommen, gerade auch am Ende des Films, wo sie ja da noch das neue Outfit hatte und das Ganze drum und dran. Und jetzt auf einmal hat sie da einfach so dieses neue ultra krasse Smartphone, wo sie jetzt einfach auf jedem Social-Media-Kanal ist und einfach jetzt Influencerin geworden ist. Genfamilie! Warte, meine liebe Goethe! Also erstmal muss ich da sagen, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich bin jetzt selber als ehemaliger Disney-Fan natürlich total überrascht und weiß eigentlich gar nicht, wie ich das auf mich wirken lassen soll. Also ich bin geflasht und bin auch zum Teil enttäuscht, dass man einfach, wie Penny selbst, die war ja auch überrascht von, dass man in so eine Zeit des Wandels reingeworfen wird, in einem völlig neuen Jahrzehnt, wo einfach jeder irgendwie in der digitalen Welt gefangen ist. Und das sieht man ganz schön auch an dieser Szene hier. Damals haben die Figuren miteinander getanzt. Und jetzt auf einmal müssen sozusagen wir Mädchen oder Frauen eben die Männer zu auffordern, mit uns zu tanzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es so ein bisschen schade, dass diese Message und so dieser Zauber von damals einfach verloren gegangen sind.
Damals in der Serie war es ja so voll gentleman-like, gerade auch im Film. Penny wird nach Hause gefahren, danach küssen sie sich, sind einfach dann in so einer völlig neuen Welt. Noch dazu, wenn ich nach meiner Sperrstunde anstoppel, dreht Mom durch. Warte mal einen Moment. Soll das heißen, es passiert nicht? Nö, lassen wir das lieber. Es ist ja auch schon spät und ich muss meiner Oma ihr Auto zurückbringen. Deine Oma wird warten müssen. Komm her, Junge. Es ist dann einfach so die erste große Liebe. Man steht auf der Bühne, man tanzt. Penny hat ein neues Outfit. Wir haben so diesen 90er, 2000er-Style und haben alle einfach ganz andere Interessen, sind einfach so voll in einer anderen Welt, sind einfach im Hier und Jetzt. Und in diesem Teil der Sequel sind sie einfach nur, ja, in der digitalen Welt unterwegs. Es kommt darauf an, wer entspricht dem neuen Schönheitsideal. Penny zum Beispiel möchte es jedem recht machen, beispielsweise auch in Folge 1 ist das einfach so stark rübergekommen, wie Penny einfach versucht hatte, diesen ganzen Aufmerksamkeitsfaktor und dieses Öffentlichsein einfach so rüberzubringen. Und ich finde es einfach schade, weil das einfach eine völlig neue Message ist. Gerade auch an die, die die Serie zum ersten Mal schauen, die denken einfach, es geht schon zum größten Teil um Oberflächlichkeiten, aber halt so das, was die Prouds damals gemacht haben und geleistet haben. Dieses verrückte, chaotische Highschool-Life, wo man damals nicht großen Wert auf eine digitale Community gesetzt hat, sondern einfach in Clubs, Events, schulischen Aktivitäten oder vielen anderen Dingen einfach fanat waren, ist man jetzt einfach irgendwo anders. Und ich finde es einfach als ehemaliger Disney-Fan, gerade auch von der Serie, weil ich die schon seit so vielen Jahren kenne, einfach schade, dass da dieser Zauber von damals verschwunden ist. Ich finde es einfach schade für die Serie, weil ich die Serie einfach ganz anders im Kopf hatte. Wir hatten diesen richtig coolen, Mega-Hype-Theme-Song von Destiny Child, Proud Family. Und dann auf einmal haben wir jetzt so einen Song, wo es einfach nicht mehr so dieser Groove ist. Aber es groovt einfach nicht wie das Original. Das Original hat einfach alles. Es hat einfach so nicht dieses Oberflächliche, sondern dieses Empfindsame. Es hat einfach so dieses spontane, humoristische. Das Neue ist eher so statisch. Wir haben so eine moderne Welt. Selbst Penny und ihre Freunde wissen nicht, wo sie jetzt plötzlich in die Highschool geschmissen werden. Was geht hier ab? Wir stehen morgens auf. Die eine hat Akne, die andere ist 3 Fuß größer geworden. Der Eddie zieht auf einmal um und jeder hat ein Smartphone. Und es ist einfach so eine Zeitwende. Und ich als ehemaliger Fan weiß wirklich nicht, wie ich das auf mich wirken lassen soll. Ich fand die Sequel jetzt nicht wirklich dermaßen schlecht und jetzt nicht so cringe, aber es ist einfach nicht eins zu eins das Original. Es ist nicht dieser originale Flair, den die Serie einfach ausgestrahlt hatte damals. Es ist jetzt einfach so eine Sequel, die man veröffentlicht hat, wo man einfach in einer Welt ist, die einfach schon sehr krass an unsere derzeitige Welt orientiert ist, aber die einfach so diese The Proud Family World von damals völlig ausgeblendet hat. Also versteht mich nicht falsch, ich finde die Serie nicht schlecht, aber dass wir nicht wissen, wie es um Penny und dem Rapper stand, dass wir nicht wissen, wie Penny überhaupt in dieses Erwachsenenalter gekommen ist. Wie ist das alles vorangeschritten? Warum sind die Geschwister noch Kleinkinder? Wieso wird Penny einfach so in eine Welt geworfen? Dieser Bezug zu hier und jetzt. Und tatsächlich finde ich das ein bisschen schade. Wie seht ihr das? Kanntet ihr die Proud Family bereits von damals, wie ich? Oder habt ihr jetzt vielleicht andere Serien, wo ihr das Original geschaut habt und jetzt auf einmal in den letzten 2 Jahren ein Sequel gesehen habt, was so gar nicht mit dem Original 1 zu 1 ist? Schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, weil das ist einfach so ein Thema, was mich brennend interessiert. Was mich gestern auch zum Teil geschockt hat, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass die ein Sequel rausbringen mit einer neuen Theme-Musik, wo sie die Stimmen ändern, wo die Charaktere so anders aussehen. Und das spiegelt einfach nicht diesen glorreichen Glanz von diesem 90er-Jahre-Schick von damals wieder, wo wir einfach diese lebhaften, sympathischen Charaktere hatten, die damals einfach alles miteinander zusammen unternommen haben, die einfach nicht am Handy saßen, sondern in der realen Welt versucht haben, sich irgendwie durchzuringen. Und das ist einfach verloren gegangen. Und ich glaube, jeder, der vielleicht jetzt so einen groben Vergleich zieht von hier und damals, wird das vielleicht so grob gemerkt haben.
Mich würde es jetzt wirklich echt interessieren, ob ihr auch die Säge gekannt habt, weil das ist einfach so eine zeitlose Säge und das Original wird für immer in meinem Herzen einen Platz finden. Es ist einfach das Original, es ist einfach dieser Traum von damals und der wird einfach nie verloren gehen. Einfach so diese spontane, klassische, dieses an damalige Verhältnisse orientierte, einfach dieser ganze Lifestyle von damals, den die hatten, diese Klamotten, diese spontane, dieses simple und einfache. Jetzt ist einfach nichts mehr einfach, sondern es ist einfach alles so oberflächlich geworden. Man hat neue Schönheitsideale, man ist jetzt nicht mehr wirklich so ganz bei der Sache. Und ich finde es einfach schade, dass da so ein Einschnitt erfolgt ist, der einfach dieses beständige System von den Charakteren und dem Geschehen von damals einfach total erschüttert hat. Und ich fand das einfach so ein bisschen schade. Wie seht ihr das? Bitte alles ab in die Kommentare mit. Würde mich echt interessieren. Ansonsten war es mir wichtig, das heute mal anzusprechen, weil ich bin einfach auch ein kleiner Fan von Proud Family gewesen. Das war einfach auch damals für mich als Kind so voll das Highlight. Ich kannte es einfach noch von damals, wie die gezeichnet waren, wie die aussahen. Und ich finde es einfach schade zu sehen, was das für einen Verlauf genommen hat. Wir hatten ja auch von den Disney-Co-Charakteren einige Sequels gesehen. Es gab jetzt, glaube ich, noch ein Sequel von SpongeBob, Winx, Phineas und Ferb und so vielen anderen Serien. Die sind jetzt nicht alle Disney-related, aber es gab tatsächlich auch von Disney viele, die einfach weitergedreht wurden und die einfach so ein bisschen in unsere heutige Zeit mit eingeflossen sind. Und ich fand es ein bisschen schade. Weil gerade das Schöne an diesen Serien war, war ja auch gerade die Tatsache, dass es ja nicht an das Hier und Jetzt angelehnt war. Und naja, ich gebe schon zu, ich bin schon ein etwas konservativer Mensch, was das anbelangt, habe jetzt immer noch meine Teenie-Welt von damals, gerade was Disney-Serien, Sitcoms und alles anbelangt, in meinem Kopf. Und da ist es einfach schwer, sich dann dieses Sequel anzusehen. Und das einfach so unkommentiert stehen zu lassen. Ich wollte jetzt einfach meine Meinung zu sagen. Ich hoffe, dass dieser Zeitgeist von damals in jedem von uns noch angehaftet ist und dass ihr das auch so seht. Und mich würde einfach eure Meinung zu interessieren. Serien allgemein, diese Entwicklungen, so dieser Trip, auf dem Disney momentan unterwegs ist, dass einfach viele Dinge von damals, die ihren Bestand hatten und so ihre Daseinsberechtigung in neuer Auflage sozusagen aufgenommen wurden. Was ich schön fand, muss ich natürlich auch an dieser Stelle sagen, dass es in der Sequel ein paar Anlehnungen an damals gab. Die Outfits waren zum Größteil gleich. Wir haben natürlich fast alle Charaktere nochmal sehen können. Und was ich auch gut fand, dass Oscar beispielsweise auch gemeint hatte, hey Penny, jetzt zieh dich hier nicht so freizügig an. Also ich fand, da waren schon so ein paar Easter Eggs. Für mich sind es jetzt größtenteils Easter Eggs, die mir sehr gut gefallen haben, aber so das neue Design, der neue Plot, so dieses Thema mit digitaler Welt, mit Einbringen, dieses neue Weltbild. Also das neue Weltbild, das hätte man damals tatsächlich ein bisschen mehr mitspielen lassen können. Beispielsweise, dass Trudy einen Job hat und so ähnliche Sachen. Aber ich fand es einfach mit diesem, ja, technologischen Fortschritt und den ganzen Sachen drumherum. Ein bisschen schade, dass das alles so aus dem Kontext gerissen wurde. Ja, das ist meine Meinung zu dem Sequel zu The Proud Family. Ich bin froh, dass ich dieses Video gemacht habe, weil ich habe ja bereits schon ein Sequel von That's So Raven gesehen. Tatsächlich hat man sich da schon sehr stark an das Original orientiert. Aber ihr wisst ja, für mich, egal ob es jetzt eine Zeichentrickserie ist, ob es eine Real-Life-Sitcom ist, für mich ist und bleibt das Original immer das wahre und das höchste Glück. Und ich hoffe, dass ihr das auch so seht und bin gespannt, was ihr noch so für Sequels kennt oder was ihr so für eine Meinung habt zu dem Thema. Ich freue mich, dass ich auch mal ein paar neue Formate hier bringen kann, heute auch als Premiere mit meinem Emily in Paris Pullover. Den habe ich mir neulich aus dem Primark besorgt vor einigen Monaten. Schaut mal online vorbei, ob ihr den noch irgendwo findet. Ich habe ihn jetzt neulich noch gesehen und ich finde, dass es keinen besseren Abschluss gibt für das heutige Video als diesen. Ich sitze jetzt hier mit meinem neuen Pulli. Das war ein richtig cooler Primark-Kauf und ich freue mich, dass ich heute mal wieder über etwas sprechen konnte von früher. Kindheitserinnerungen kommen hoch, man fühlt sich so ein bisschen outside und halt auch ein bisschen alt.
Wie geht's euch dabei? Man merkt einfach, wie man aus dieser Sache rausgewachsen ist. Und ich habe da schon so lange nicht mehr geschaut, aber tatsächlich werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen mal wieder die ein oder andere Folge von Proud Family geben. Und wenn ihr es mir gleich tun wollt, dann lasst doch bitte gerne ein Abo, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Würde mich riesig freuen. Ich liebe es, mich über solche Themen auszutauschen und werde das jetzt auch als neues Format mit Filmen und anderen Dingen machen. Und wenn ihr Ideen habt, über was ich noch so alles reden könnte oder halt einen Serienvorschlag, ab in die Kommentare mit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Werde mich natürlich auch bemühen, jetzt wieder Let's Plays hochzuladen. Ich mache jetzt so eine kleine Pause, weil die letzten Tage sehr chaotisch waren. Ich hatte wieder Arbeit, ich hatte dann noch den B-Day, musste so viele Videos vorproduzieren und da habe ich mich einfach so ein bisschen mit meinen Let's Plays verloren. Also es wird auf jeden Fall, wenn MSP mal wieder ein cooles Thema macht, noch ein MSP-Video geben. Es wird aber natürlich auch ein MSP-Video zu meinem neuen Filmprojekt geben. Dann noch so ein Kollektionsvideo und halt eben noch mein Disney Adventures Video. Also schaut auf jeden Fall vorbei und als kurzer Insider-Fact, wenn ihr jetzt noch eingeschaltet habt, bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch bei meiner Kanalbeschreibung um. Da schreibe ich jetzt öfters mal rein, welche Videos folgen. Ich habe ja gesagt, dass jetzt ein Primer-Call kommt heute, aber weil das jetzt mit den Prouds noch spontan war, wollte ich das jetzt einfach mal vorne dran schieben. Der Primer-Call wird noch garantiert hier auf diesem Kanal zu sehen sein. Ich hoffe, dass du mit am Start bist und bis zum nächsten Mal.